Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Heroes and Generals Video. Ein Update-Video ist es in diesem Sinne. Ja, es ist lange her, seit ich ein Video zu HNG gemacht habe, sowohl Funny Moments ist sicherlich auch wieder ein bisschen länger her, kommt aber demnächst auch wieder. Aber jetzt ein sehr neues Update, ein großes Update. Ich habe gerade mal Zeit gefunden, um das Top aktuell hier mir mal anzuschauen und ja. Dazu nochmal hier euch die sachliche Information zu geben, was es denn jetzt Neues bei Heroes and Generals gibt. Ja, ihr findet das ganz normal, diesen ja, News Report, eben ganz normal im Spiel erstmal und auf der Homepage, so wie es hier ist. Das Spiel ist allerdings gerade nochmal, hat gerade nochmal einen Hotfix direkt nach dem Update bekommen und ist somit nochmal eine Stunde gesperrt, beziehungsweise in Wartung. Und ich möchte es jetzt einfach erstmal über die Website die groben Informationen oder die ja die reinen Informationen erstmal geben und dann kann man sich im Spiel später nochmal die genauen Sachen ja etwas ja besser anschauen, nochmal zeigen, was es da genau Neues gibt und wie sich was verändert hat. Ja, ihr findet auf der Website dann eben dieses ja große Bild hier mit dem Tank vs. Tank, mit der Tank vs. Tank Mode, Game Mode Aufschrift und dem Update 1.14. Was heißt das jetzt? Wir klicken einfach mal drauf und gucken, was dabei so reinfällt. Ich habe mir das natürlich im Vorhinein schon mal durchgelesen. Ja, wir gehen einfach von oben nach unten durch. Dazugekommen ist die koreanische, ist das richtig? Koreanische, ja, ich denke schon, koreanische Sprache. Das ist jetzt neu. Also herzlich willkommen alle Koreaner. So, dann zum, ich glaube, denke mal, Hauptbestandteil des Updates selber, der neue Spielmodus. Ja, das ist Tank vs. Tank. Ich hätte nicht persönlich so gedacht, dass es so früh kommt, aber jetzt ist es da. Ja, es ist eine sehr große Map von 2x2 Kilometern, kann ich ja mal sagen, auf Aracur. Das ist in Frankreich. Ja, und da auf dieser Map treffen sich nämlich 8 gegen 8 Panzer, wie man hier schön sehen kann. Ja, und die kämpfen dann eben um einen Punkt in der Mitte. Was heißt, die kämpfen um einen Punkt, also die Infanterie, die eben aus Bots besteht. Hier sieht man es nochmal, die Infanterie-Bots. Die kämpfen um den Punkt. Die haben natürlich auch Anti-Tank-Weapons, also sind hier gegen Panzer auch ausgestattet. Nicht zuletzt natürlich mit Panzerschrecks-Bazookas und so weiter und so fort. Genau, diese ja, beiden Klassen sind dann eben auf dieser Map zu vertreten und mehr ist dann auch nicht wirklich drauf. Ihr habt dann natürlich die Möglichkeit, die Infanterie abzuschlachten. Und natürlich eure Bots zu, ja, sagen wir mal, supporten oder eben auch einfach nur die Panzer, sprich die anderen Spieler zu zerstören. Das ist dann eben euch überlassen. Ja, weiterhin kommt eben noch dazu, dass ja, es 6 genau, zufällige Spawn-Punkte so gesehen für diese ja, Bots gibt, die Bots-Infanterie, die dann eben so genannte ja, Attacken hier starten. Ich bin echt gespannt, was dann da auf uns zukommt, was diese Infanterieattacken insgesamt angeht, ob das oder wie groß das ausfällt. Ja, ich denke mal, mehr kann man dazu nicht sagen. Ach so, was vielleicht noch eine ganz andere interessante Sache ist. Ja, hier steht Join two Tank Squads. Also zwei Panzer Squads sind anscheinend nur in diesem Kampf drin. Das heißt, wenn wir mal kurz rechnen, 2 mal 4 ist 8, ja, für jedes Team. Das heißt, also eventuell, dass die Panzersquads dann doch jetzt nochmal etwas vergrößert wurden oder speziell nur für diesen ja, Panzermodus nochmal etwas ja, größer gemacht wurden. Einfach damit man sich vielleicht etwas besser absprechen kann. Würde ich jetzt mal so grob vermuten, wenn das hier so steht. Ja, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Das ist nämlich das Matchmaking an sich. Das wurde nochmal deutlich verändert. Da komme ich gleich auch nochmal etwas genauer zu. Es gibt jetzt mehrere Spielmodi und ja, da kann man jetzt sich genauer jetzt aussuchen, in welchen Spielmodus man denn reinsteigen möchte. Da gibt es natürlich dann wieder Krieg, Assault und natürlich jetzt auch der Tank vs. Tank-Modus. Reine Infanterie, da werde ich wie gesagt gleich nochmal ein Bildchen zu zeigen. Dann gibt es als weiteren Punkt hier das neue. Was heißt neuer? Also es ist im Deploy-System, also im Einsatzsystem, wurde auch noch ein bisschen was optimiert. Sprich,
Das werde ich gleich auch nochmal genauer erklären im Changelog. Da werden dann sehr wahrscheinlich nochmal ein paar Funktionen dazukommen, dass das etwas automatisierter abläuft. Weiterhin noch gibt es ja diese Spielerlevel im Spiel selber, dass man eben als Spieler aufsteigt und neue, sagen wir mal, neue Klassen freischaltet und neue Errungenschaften auch bekommt durch diese Spielerklassen. Und da wurde das User Interface etwas verändert. Dazu zeige ich natürlich gleich nochmal was im Spiel selber, denn da gibt es nochmal einen extra Reiter sogar für, der jetzt noch neu hinzugefügt wurde. So, dann kommen wir auch schon zu den Fahrzeugen. Da gibt es nämlich auch ein paar Neuheiten, ein paar Änderungen. Kommen wir erstmal zu dem neuen US-Aufklärerfahrzeug, das M20, auch bekannt als Utility-Fahrzeug. Das ist eben jetzt, ja, so gesehen der Bruder vom Greyhound. Na, nur halt eben, habe ich mir gerade eben schon mal angeguckt, das M20 besitzt eben nur ein 50 Kaliber und der Greyhound dann nochmal, ja, auch was Panzerdurchbrechendes. Genau, ist eben als Tier 1, genau, Tier 1 Fahrzeug auch bei den ja, Aufklärern jetzt zu haben, bei den Amerikanern. Dann zu den Deutschen. Wir haben ein neues, ja, STKFZ 251-1 Halbketten bekommen. Das ist sehr, sehr interessant, weil es insbesondere ja, der natürlich starken Kettensysteme, natürlich die zwei Maschinengewehre hat. Und ja, das alte, das 250-3 Halbketten, das wurde, also das, was wir bis jetzt hatten, das ist natürlich immer noch für die Infanterie zu haben. Zusätzlich ist es aber jetzt aber auch bei der Aufklärerklasse eben zu haben, eben als Bruder des STKFZ 222. Ich denke auch, dass das hier wieder genau ein Tier 1 Fahrzeug ist. Sprich, ihr bekommt das genauso wie das M20 Fahrzeug vor dem ja, STKFZ 222. Bei den Russen ist es ganz einfach, da bleiben BA6 4B und der BA6 unverändert und vielleicht kommt dann auch in den nächsten Updates was dazu. Man weiß ja nicht. Zum Changelog. Also man muss ja sagen, ein Changelog zeigt vielleicht noch mal etwas andere oder etwas ja, detailliertere Auskunft. Da werde ich auch noch mal beide Links eben noch mal hier reinpacken, dass ihr auch den Changelog noch mal dazu bekommt und den gehen wir jetzt auch noch mal ganz kurz durch. Überspringen natürlich die groben Sachen, die ich eben schon bemerkt habe und gehen auf die Details ein. Wir haben genau den neuen Modus und da würde ich jetzt tatsächlich doch also die neuen Modi, so haben wir es, wie der Matchmaker das Match sucht. Und da würde ich jetzt nochmal kurz diese schöne Grafik hier anzeigen lassen. Und das auch bitte mal eben vergrößern. Und dann kann man sich das auch mal schön angucken hier, ne? Also wir haben hier verschiedene Battle-Typen. Das ist nämlich das erste Encounter, wo eben nur die Infanterie ist. Und ich meine auch die Bots. Also das ist ja, ne, bei jedem neuen Spieler so. Eben auch nur auf den Encounter Maps, also sprich Depot von Samre, haben wir noch Colmar und nach das neue Krepost. Ja, dann kommen wir weiter zum Capture and Hold Infantry. Das ist dann so gesehen ja einfach auch die Encounter und Skirmish Sachen eben nur mit Infanterie. Oh. Nur mit Infanterie. Das heißt, wir haben hier wirklich keine weiteren Klassen dann anscheinend in der jeweiligen Schlacht drin. Ja, ist eigentlich eine schöne Sache, weil man wird ja auch öfter mal einfach nur von Spezialklassen im Encounter oder Skirmish eben, dann wie gesagt, nur diese zwei Maps erstmal genervt und ist, denke ich mal, auch ganz schön, wenn das nur Infanterie ist. Geht's weiter mit den Capture and Hold Tanks. Das ist natürlich dann jetzt der Tank vs. Tank Modus, ne? Der Tank vs. Tank Map natürlich auch erstmal. Ob da noch weitere Maps dazukommen, das ist natürlich jetzt erstmal nur Agincourt. Die Map, ja, das liegt natürlich noch offen. Da natürlich auch nur Panzer Squads im Spiel selber. Weiter im Capture and Hold Battle, das heißt, das wäre dann eben nur die Skirmish Matches.
Da fallen dann die ja, Fallschirmjäger jetzt raus, was ich für sinnvoll auch erachte, weil ja, die Maps sind einfach viel zu klein, um da Fallschirmjäger sinnvoll einzusetzen. Genauso natürlich für Piloten, aber das war auch schon immer so. Ja, dann haben wir hier eben die Panzer und die Scharfschützen und Infanterie, wie ganz normal. Das war ja auch schon immer so. Gut, das Neue ist halt jetzt, dass man eben dieses Capture-and-Hold-Infanterie auch auswählen kann und wahrscheinlich dann nur mit Infanterie kämpfen kann und sich auch dafür mal queuen kann und nach so einer Schlacht mal suchen kann. Dann gibt es eben noch die Assault-Infanterie. Das bezieht sich dann jetzt auf die ja, Assault-Maps, Assault-Infanterie und Assault Gott, an sich halt, also Assault an sich nur selber, das steht für sich, da ist natürlich dann jede Klasse dabei, kann jede Klasse dabei sein. Bei Assault Infantry kommen dann tatsächlich noch Recons und Paratrooper dazu, also wir haben dann trotzdem noch zwei Extraklassen, natürlich aber nicht so, ja, die vielleicht gravierendsten Auswirkungen auf eine Schlacht haben können. Also ich denke mal, Panzer und Piloten können schon einiges mehr auch noch bezüglich der Infanterie ja, nochmal beisteuern oder supporten. Was dann eben in dem Spielmodus Assault ja, an sich möglich ist. Und natürlich zuletzt der Krieg, wo auch alle Klassen möglich sind. Ich denke mal, ich habe da jetzt mehr gesagt, aber ich denke, zur Not kann man das auch einfach an dieser Stelle nochmal kurz stoppen und sich selbst nochmal anschauen. Der Link kommt auch nochmal in die Beschreibung und dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen und in aller Ruhe ja, beugen. So, jetzt müssen wir weiter runterscrollen. Genau, also ich denke mal hier, das ist alles gesagt, was zum Thema Spielmodi zu sagen eigentlich ist, weil das sind eben jetzt die neuen Matchmaking-Voraussetzungen, dass man eben verschiedene Spielmodi auswählen kann, die man eben bespielen möchte. Ja, dann geht es weiter. Dieser Progression-Screen, das ist so gesehen der Spielerlevel. Es wird da jetzt auch angezeigt, wenn man eben ein Spielerlevel aufsteigt. Das heißt, das wird anscheinend jetzt auch nochmal mit einer Animation verbunden sein, dass man das auch ja, zu sehen bekommt. Ja, weiterhin ist das Deploy-Menü hier, habe ich ja eben schon etwas erklärt, kann ich sicherlich dann auch gleich nochmal im Spiel selber zeigen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, ein Auto-Deploy einzustellen, aber diesen auch, ja, da gehen wir vielleicht gerade nochmal ganz kurz zurück, das stand nämlich hier ein bisschen ausführlicher. Es gibt hier, ne, für erfahrene Spieler gibt es die, ja, die Option, das natürlich auch zu deaktivieren. Ja, in dem Sinne kann sich dann auch, wenn man möchte, gar nichts ändern an der Sache. Nur das Redeploying kann eben auch automatisiert werden. Somit ist dann das ganze Deploy-Menü, ne, wenn man halt zum Beispiel einen reinen Infanteristen ohne Fahrzeuge hat, dann braucht man das Deploy-System einfach nicht. Es ist einfach unnötig, wenn das dann nochmal angezeigt wird. Man kann einfach direkt nochmal deployen, sobald das dann möglich ist. So, schauen wir noch mehr unten. Genau, die neuen Fahrzeuge eben schon beschrieben. Da hatte ich, das fand ich eben schon sehr interessant im Spiel, dass die alten Modelle und Skins replaced werden mit den neuen. Also das heißt, da anscheinend das SDKFZ 2503, wenn ich das richtig verstehe, es kann sein, dass ich das falsch interpretiere, bisher das Tier 3 so gesehen war, das Tier 3 APC war und jetzt noch das Tier 2 APC und jetzt natürlich das SDKFZ 251-1 ja, an die Tier 3 Position rückt. Das dann so gesehen ja, ausgetauscht wird tatsächlich. Und dafür auch direkt schon die Skins vorhanden sind, die eben bis jetzt ja, für das 250er APC bzw. Halbkettenfahrzeug ja, vorhanden war. Das ist sehr interessant, finde ich eine interessante Lösung, die sie da angehen. Gucken wir mal, ob das auch so funktioniert, aber ich denke schon. Ja, weitere Verbesserungen sind, dass die
ja, Sound und die Logik nochmal etwas abgeändert wurden bei dem ja, Panzerturm. Das Drehen wahrscheinlich hat jetzt einen neuen Sound. Dann ist das Kettengrad beim ja, beim Aufklärer ist es jetzt beim deutschen Aufklärer von Level 5 Chauffeur, meine ich, auf Level 7 eben gekommen, weil auf Level 5, denke ich mal, jetzt das 250er ist. Würde ich jetzt mal so grob vermuten. Und ja, genau. Hier steht ja nochmal Make Room for New Recon-Fahrzeuge und dann haben wir da auch schön nochmal ja, einen Aufschub von diesem Kettengrad bekommen. Ja. Ob das jetzt so toll ist, weiß man nicht. Genau, hier haben wir die zwei neuen Aufklärerfahrzeuge. Eigentlich nichts Besonderes hier noch. Ja, hier gibt es noch neue Capture and Hold Objective Icons. Könnte man sich auch gleich nochmal im Spiel angucken, ob das sich etwas verändert hat. Wird dann wahrscheinlich im Spielmodus irgendwie. Ach so, oder im Spielmodus, entweder im Spielmodus könnte ich mir das jetzt vorstellen, oder das bezieht sich auf Ingame, die Angriff- und Verteidigungsbefehle. So. Genau, ganz viele neue Symbole anscheinend auch. Und ja, genau. Dann würde ich jetzt mal kurz zu den Bugfixes auch noch kommen. Also es ist halt jetzt nicht mehr auf Distanz eben diese ja, Schüsse zu hören. Das war ja auch immer ein großes Problem jetzt noch am Soundsystem. Mal gucken, ob das jetzt vollends ja, gefixt wurde. Auch die Nachladesounds werden nicht mehr in der falschen Richtung angezeigt. Ist ja eher falsch oder wenn nicht mehr in der falschen Richtung gehört. Dann wurde beim M36 Jackson natürlich auch noch ein bisschen was gefixt, von wegen Balance, Sound Balance und ja, es ist nicht mehr identisch zur M18, der Motorsound. Bei der Su-100 ist der Motor-Start-Sound auch nochmal etwas verändert worden anscheinend. Und die Fuß. Das habe ich bis jetzt nicht so wahrgenommen, aber okay, das ist meine persönliche Meinung, die interessiert gerade nicht. Die Stiefel-Sounds, also das, wenn man halt irgendwo auf dem Boden rumrennt, sind nicht mehr so laut, dass man eben andere Sounds eben vernachlässigen würde. Also das haben sie anscheinend ein bisschen runtergeschraubt. Gucken wir mal, inwieweit sich das auf das, ja, auf das Hören von Feinden natürlich auswirkt. Man das dann auch trotzdem hören kann. Ja, bezüglich der Hellcat ist dann noch auch noch mal ein Soundproblem wahrscheinlich gefixt worden. Weiterhin gibt es auch noch mal zu den Terrain Texturen auch noch mal für andere Grafikkarten anscheinend jetzt noch mal ja ein paar Fixes, dass da eben auch wahrscheinlich irgendwie alles angezeigt wird. Genau, und dann haben wir hier noch weitere Soundfixes und das weiß ich hier gerade gar nicht. Was Low LOD Black Doors heißt, das könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, da bin ich überfragt. Ja, ich würde sagen, das war der ganze Changelog und die gröbsten Informationen. Ich werde jetzt nochmal was im Spiel zeigen, sowohl im User Interface als auch im Spiel selber. Ja, macht's gut, bis gleich. Da sind wir auch schon im Spiel selber und die Server sind dann auch jetzt endlich mal hochgefahren worden von Reto und ja, wir sehen jetzt schon eine kleine Änderung, davor nochmal kurz, ne, damit es auch jeder schön nochmal weiß. Hier ist die koreanische Sprache für euch jetzt auch verfügbar, sofern ihr das überhaupt wollt. Ja, wir haben hier noch einen neuen Reiter dazu bekommen, den Reiter Entwicklung. Erstmal, wenn man hier drauf geht, ich glaube, das ist auch neu, dass das dann angezeigt wird. Aber wenn man eben jetzt hier nochmal guckt, da gibt es auch noch ein neues Icon eben für diesen Spielerrang. Da ist dann eben in dieser Entwicklung der Spielerrang nochmal punktgenau verzeichnet, wann ihr was bekommt und wann ihr was freischaltet. Natürlich hier das Übliche, ich denke mal, das kennt ihr aber auch schon, einfach nochmal in einer schönen Übersicht hier alles gestaltet.
Das war übrigens auch das neue Icon, meine ich hier, dass das, genau, Verteidigen, Angreifen, Zeichen, das ist, glaube ich, neu gemacht worden. Das sieht dann doch ein bisschen anders aus, bisschen spitzer die Sternspitzen von dem Symbol. Genau, den Rest kennt ihr, denke ich mal, alle, ist nichts Neues an sich. Gut, dann würde ich auch schon direkt zu den Grundausstattungen so gesehen übergehen, die ja jetzt hinzugekommen sind. Ich habe das nochmal gerade geguckt. Also es ist so, dass jetzt das SDKFZ 250-3, sprich das alte APC, was es jetzt nicht mehr beim Infanteristen gibt, also das gibt es jetzt hier eben nicht mehr zu kaufen. Das gibt es jetzt nur noch bei dem, ja, einfach mal den Deutschen, bei dem Aufklärer. Den gibt es nur noch hier zu kaufen, ne, für den gleichen Preis natürlich. Aber ich weiß nicht, wie viel das können wir gerade mal gucken. Also das gibt es wirklich noch beim Aufklärer, das Fahrzeug. Ist demnach wahrscheinlich auch kein einspawnbares Fahrzeug mehr, sprich kein Spawntruck oder derartiges. Ja, demnach schließe ich daraus, dass wahrscheinlich nur noch genau dieses SDKFZ, wir können es gerade nochmal etwas größer angucken, SDKFZ 251 Schrägstrich 1, genau, das ist jetzt zugesehen, der Spawntruck für die Deutschen. Ja, man sieht hier hinten, glaube ich, auch schon, ich meine, das wäre ein MG nach vorne und ein MG nach hinten. Kann ich gleich gerne auch nochmal im Spiel zeigen selber und vielleicht noch ein bisschen das Handling nochmal ausprobieren. Ja, dann kann ich nochmal gerade eben auf den amerikanischen Scharfschützen gehen, denn da haben wir jetzt eben dieses gepanzerte Nutzfahrzeug M20. Ja, sieht auch relativ interessant aus, hat wie gesagt ein Kaliber 50, sprich eigentlich ein ganz normales ja, Maschinengewehr im Vergleich nochmal zum M19, 19. Zum, mein Gott, zum M8 Greyhound. Der hat dann halt das M1919 19 dabei. Ich denke mal, das ist sogar ein bisschen großkalibriger. Ich kenne mich da sogar gerade gar nicht mal so sehr aus, was dies betrifft. Ich glaube, das ist vielleicht sogar das gleiche wie beim. Nee, das ist nochmal was anderes. Okay, gut. Ja, ich halte mich mal da raus aus den Munitionsarten. Genau, bei den Russen ist nichts dazu gekommen. Da gibt es weiterhin die Möglichkeit, den BA64B zu kaufen und den BA6. Ja, und ich meine, die haben ja auch schon zwei Fahrzeuge, ist ja auch schon mal was Schönes. Ja, zusätzlich, was kann man noch sagen? Genau, kann man noch das neue Spawn-System rein, da würde ich dann jetzt einfach mal im Spiel gucken. Und ja, wenn mir jetzt, gibt es jetzt eigentlich nichts weiteres hier? Ach so, genau. Ja, wie kommt man in den Kampf rein? Das ist natürlich noch sehr interessant jetzt. Das sind nämlich jetzt, ist ein, ja, anderes Layout jetzt. Ich zeige das mal kurz am Deutschen, weil ich mit dem Deutschen im Krieg bin. Das ist halt immer ausgegraut, wenn es nicht geht. Sprich, wir haben ja auch noch ein paar Sachen, die noch übrig sind, die noch nicht implementiert sind in das Spiel. Und wir haben halt hier erstmal auf der linken Seite den Sturm, sprich das, den inszenierten Kampf, der ist jetzt halt einfach nur noch als Sturm da abgebildet. Mit einem schönen Bild. Ja, kann man so machen. Und natürlich dann den Krieg. Wird natürlich auch nochmal angezeigt, wie vorher, was genau alles da die Vorteile sind. Und der schnelle Kampf, ich weiß nicht, ich glaube, da wird einfach jede Fraktion zusammengewürfelt und jede Map und dann wird einfach so schnell wie möglich, glaube ich, ein Kampf gefunden. Wäre natürlich jetzt gerade mal schön, weil ich dann direkt was zeigen könnte. Aber ja, müssen wir gleich einfach mal was suchen. Ja, und dann gibt es halt hier natürlich erstmal hier, ich denke mal, ich weiß nicht, wofür das in Klammern steht. Ich denke mal I für Infanterie, P für Panzer und K für, ich weiß es nicht, Multikulti, Kulti-Multi, ich weiß es nicht. Klärt mich auf, wenn ihr das wisst. Ja, K macht da für mich noch nicht so sehr Sinn. Ja, ich weiß es nicht. Hotkey ist es auch, das habe ich auch schon ausprobiert. Genau, hier müssten wir natürlich dann eine andere Klasse auswählen. Können wir einfach spaßenshalber mal machen gerade. Dann wäre das natürlich auch auszuwählen. Und hier kann man dann wieder den Fahrzeugfilter auch benutzen. Das ist schon mal schön. Fortgeschrittener Filter wäre dann wahrscheinlich, was natürlich jetzt noch nicht vorhanden ist, was auch ein bisschen schade ist, dass man, ich denke mal, wieder die Karten einzeln auswählen kann. Ja,
Das würde ich mir dann tatsächlich auch ein bisschen persönlich wieder wünschen. Muss man dann schauen, wie sich das jetzt dann nochmal entwickelt in den nächsten ja, untergeordneten Patches. Gut, ich gehe in den Kampf und wir sehen uns gleich wieder. Dann zeige ich nochmal hier das, ich denke mal, zwei Fahrzeuge werde ich nochmal zeigen, die jetzt neu dazugekommen sind. Bis gleich. Ich werde jetzt gerade hier schon mal anfangen, denn ich sehe hier schon ein paar Neuerungen und ihr bestimmt auch. Das ist nämlich zum einen diese ganze, das ganze Scoreboard, was sich verändert hat. Das ist, wurde in die Breite gezogen und ja, ich bin gespannt, ob da vielleicht sogar extra Informationen noch dazu kommen und ob, das könnte man mal ausprobieren, vielleicht, also das könnt ihr mal auch vielleicht ausprobieren bei euch selber, bei dem eigenen Squad, ob der Squad jetzt länger benannt werden kann, einfach weil die Spalte hier länger ist. Ja, weiterhin ist natürlich hier auch zu sehen, dass dieses der Schlacht-Countdown so gesehen auch jetzt in Schwarz ist. Sprich, ich denke mal, das ist einfach, um ja, einen besseren Kontrast zu haben zu dem Scoreboard in der Zeit, wo es halt losgeht. Ja, ich zeige euch jetzt erstmal das deutsche APC, das deutsche neue APC so gesehen, das der neue Spawn-Truck und ja, bin mal gespannt, wie es sich so fahren lässt. Ja, gucken wir uns einfach mal an. Ah, okay. Spawn-System natürlich auch. Also wir haben jetzt schon ein automatisches Spawn-System. Das kann man also schon mal sehen. Gut, ich möchte jetzt eigentlich das aber noch nicht haben. Können wir das nochmal abbrechen oder wird das jetzt automatisch gemacht? Moment. Ah, Leertaste Einsatzmenü öffnen. Okay, gut, ich könnte es gerade noch abbrechen. Schöne Sache. Ich werde es wahrscheinlich bei mir ausstellen, aber jetzt erstmal zu dem APC. Warte, haben die hier was? Ah, ich bin gar kein Squadleiter, oder? Oder wie sieht das aus hier? Ach ne, bin ich nicht. Ja gut, schade. Dann spawnen wir einfach hier noch eins. Und war den Sound etwas lauter. Gucken wir uns das erstmal so an. Also es gibt halt hier die Möglichkeit, okay, hier natürlich vorne zu feuern. Schöne Sache. Aber auch nach hinten zu feuern. Und das ist natürlich hier ein bisschen freier macht. Ich weiß nicht, woran es genau befestigt ist. Aber das stimmt auch von der Animation her eigentlich alles. Ja, sieht schön aus. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie viel reinpassen werden. Bestimmt 10 Mann, aber außen müssten ja dann eigentlich keine mehr ranpassen. Okay, kann man sich ja noch reinsetzen. Ja, wunderschön. Okay, gut, dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir damit ein bisschen was hin. Fahren einfach mal. Ich muss sagen, das ist natürlich etwas langsamer. Das merkt man schon. Als das 250-1, das bisherige Halbkettenfahrzeug. Und ja, es scheint so, als würden die ganzen Informationen, na, die ganzen Informationen, die man jetzt bekommt, von wegen, dass ein Punkt gesichert ist, jetzt auch in Schwarz eben aufploppen. So, ich werde jetzt mal quasi abstellen. Ah ja, okay. Also eingespawnt wird auch. Dann sieht das ja ungefähr so aus. Wunderbar. Schöne Sache. Ja. Lassen wir mal gerade hier stehen. Ich würde eigentlich gerne mal ganz kurz sterben, damit ich das nochmal... Ah, okay, gut, hier haben wir wieder... ja. Neue Features. Sie soll bestimmt so. Ich weiß nicht, ich würde gerne halt gleich mal zeigen, wie das denn aussieht bei dem... Gucken wir mal, ob wir gerade vielleicht noch was machen können hier. Bei dem Spawn-System. Das würde ich gerne mir nochmal genauer angucken, wie das denn da läuft. Ansonsten an die Pläuche, wäre ich einfach mal, wenn der Punkt jetzt leer gehen sollte. Einfach gerne mal kurz sterben. Ah, keiner da. Na gut. Werden die wohl hier sein. Auf dem Dach. Man weiß es nicht. Okay, was jetzt auch ein bisschen seltsam ist. es ist nicht mehr rot, wenn man jemanden killt, sondern anscheinend jetzt grün. Gut, ob das jetzt so sein soll, ist jetzt die Frage, ne? Aber ja, lass mal so stehen. Ich meine, ist auch was Gutes, wenn man jemanden getötet hat. Das muss man dann vielleicht einfach mal so sehen. So, ich undeploy jetzt, weil uns wird das, glaube ich, nichts mehr mit dem Spawn-System zeigen. Ja.
Ich denke, das war irgendwie mit einem Shortcut-System, glaube ich, lief das. So habe ich das ein bisschen verstanden. Ja, wir beenden auch schon direkt das Match so. Gucken wir mal gerade. Also, in so und so viel Zeiten. Okay, mein Epsi ist schon. Also, das Stickhafte 251 ist schon weg. In die, ach so, noch nicht ganz. Okay. Sehr schön. Ja, ich überlege gerade. Also, man könnte jetzt. Das mit dem automatischen Spawn habe ich noch nicht ganz verstanden. Muss ich mir jetzt nochmal gerade kurz angucken, aber ich denke mal, das kann man auch hier, genau, automatischer Einsatz kann man ausstellen, kann man aber auch anstellen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt aussieht, wenn man jetzt sagen würde, ich würde jetzt wieder automatisch spawnen, wo der dann spawnt. Ja, das muss ich nochmal herausfinden, kann ich ja dann vielleicht nochmal beim Utility-Fahrzeug, beim 20 nochmal genauer erklären, wie das denn dann abläuft. Mit dem Spawn-System, aber ich denke mal, ja, das ergibt sich aus vielen Shortcuts und ja, aber schön, dass wir schon mal das hier gesehen haben. Das neue APC der Deutschen. Schöne Sache. Bisschen langsam, aber es wird noch. Der Junge, da kommt den auch noch. Ah, schade. Ja gut, ich zeig wie gesagt gleich das M20 Fahrzeug und ach so, kurze Info noch am Rande. Also das deutsche Fahrzeug hier, das deutsche Halbketten, das wir damals hatten, das habe ich eben gerade mal nachgeguckt, kostet 57.000 und das neue kostet dann jetzt 79.000. Genau, von Credits her auch, denke ich mal, machbar. Ja, auch noch mal hier. Ja, da ist der Preis auch nochmal. Da, gerade natürlich im Sale. Jo, gut, bis gleich mit dem M20. Bezüglich der Squads-Namen wollte ich nochmal mich zurückmelden, etwas vorher. Das ist jetzt anscheinend nur nicht zentriert, denke ich mal hier. Verlängern kann man die leider nicht. Ja, ich habe jetzt endlich mal tatsächlich ein Match gefunden mit den richtigen Ressourcen und wir haben jetzt die Möglichkeit hier, das sind jetzt nämlich wirklich die Shortcuts hier, 1, 2, 3. Genau, ich weiß nicht, 2, okay, dann kann man wahrscheinlich, okay, gut. Ich mag das nicht so sehr mit dem, wow, das mag ich wirklich nicht so sehr mit dem normalen direkt spawnen. weiß auch nicht, wie man das direkt so ab oder vermeiden könnte. Das wollte ich nämlich jetzt gar nicht. Aber wir gucken mal, wie das jetzt läuft. So, also ich habe ja jetzt eigentlich auch mein Utility Car. Müsste es nur mal finden. So, das ist nämlich hier. Ich weiß gar nicht, dafür gab es jetzt irgendwie keinen Shortcut, was ein bisschen schade ist. Das heißt, ja, es gibt nur 1, 2, 3, die ersten drei Möglichkeiten. Aber gut, kann man mit leben. Ja, so, auf geht's M20, ich will jetzt mal sehen. Sieht ziemlich lustig aus, finde ich. Oh, sehr leise. Ah. Sound wieder runtergeschraubt. Alles mal kurz aus hier. Das ist halt auch ein bisschen schade. Ah, da guck mal, da ist sogar noch einer unterwegs mit dem Utility-Fahrzeug. Alles mal kurz aus dem Spawn raus. Da will ich direkt schon einer mitfahren. Ich guck mal aber bitte ganz kurz nochmal das MG hier an. Ja, das ist schon ein ordentliches Ding, ne? Ich kann da gar nicht raus scrollen, okay. Weiß nicht, ob das so gewollt ist. Jedenfalls. Gut, sehr viel Raum drin. Ich denke mal, da passen auch einige Infanteristen rein. Könnte man natürlich auch viel mitmachen. Gut, oben hat man sicherlich nicht so viel Schutz. Boah, ich muss ja auch aufpassen wegen den Panzern. Da muss man vielleicht doch nochmal gerade umkehren. Aber es fährt sich ganz lustig. Ich finde es okay. Sicherlich auch nicht das Allerschnellste, aber trotzdem, wenn man auf dem Straßen bleibt, geht es. Auch Offroad, also ich meine, es hat halt Räder, ne? Deswegen wird es da halt auch langsamer, das ist klar. Keine Ketten. Aber es ähnelt halt schon sehr dem Greyhound. Sehr offen vorne, muss man sagen. Da hätte ich natürlich ein bisschen Angst, dass ich da rausgeschossen werde. Wenn man sich das mal so anguckt. Da ist der Seeschlitz vom, die Seeluke vom STKFT 250 dann doch deutlich kleiner. Also bei den Deutschen. Ansonsten können wir mal gucken, ob wir vielleicht noch was hier hinbekommen. Das ist jetzt noch ein Panzer oder was. Vielleicht kann man dem ja was mitgeben, ich weiß ja nicht. Ich
Ich habe ja keine Ahnung von der Muni, vielleicht kann man noch Panzerbrechen kaufen. Einfach mal, oh, da ist er gar nicht. Ja, also das Mündungsfeuer ist dann doch sehr stark. Ich sehe den Panzer gar nicht mehr. Ja, ich denke mal, ein bisschen Schaden kann man damit schon an. Oh, anrichten ja tatsächlich immer. Damit kann man Panzer zerstören, aber wenigstens leichter auf jeden Fall. Habe ich gerade mit meinem Squadmate zusammen tatsächlich einen Panzer zerstört, mit dem M20. Der hat nämlich auch einen M20. Er ist ja interessant. Also ich habe gesehen, dass man keine andere Munition dafür mit einbauen kann. Ach, die Lu. Die Hupe ist ja lustig. Ja gut, auf jeden Fall scheint das ja schon ein sehr großkalibriges 50 Kaliber, klar, Geschoss zu sein. Können wir mal ein bisschen herumfahren. Ich denke, dass das auch wieder ablaufen wird wie eben natürlich. Im inszenierten Kampf doch die Deutschen immer sehr stark vertreten. Boah. Die werden halt auch merken, hier ist nicht viel Gegenwehr, klar, okay, aber soll jetzt mal nicht so schlimm sein. Da höre ich da irgendwo was. Oh, da. Na. Ja, man ist natürlich schon sehr offen, wenn man mit dem Ding... Da müsste man wirklich zu zweit mal ein bisschen rumfahren. Das ist ja nicht viel anders wie beim SDKFZ 222. Sicherlich auch zu empfehlen ist, dass man da halt auch zu zweit rumfährt und nicht alleine. Ja. Hier ist noch einer. Okay, gut. Der hat es auch nicht lange überlebt. Schöner Schürzner, das Ding. Gut, müsste man wirklich dann halt auch im Team fahren. Ja, das zum M20. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall, weil das war's dann jetzt erstmal mit dem Video, noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.